Ende Mai? Nein. Und zwar deswegen nicht, weil ich so lange nicht gejubelt habe, bis nicht die Impfpflicht auch logistisch begraben worden ist. Aber was war der Mai tatsächlich? 2 Jahre und 2 Monate muss die Menschheit darauf warten, dass Politiker vernünftiger werden. 2 Jahre und 2 Monate mussten schikanierte Bürgerinnen und Bürger darauf warten, dass sie einen Teil gnädigerweise ihrer Grundrechte wieder zurückbekommen. 2 Jahre, 2 Monate musste man warten, dass die Hysterie ein Ende findet. In Wahrheit war der Mai 2022 jener Punkt, wo die Politik Gottlob, auch durch die Demonstranten, auch durch die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, diese Freiheitskämpfe im Übrigen, endlich gezwungen worden ist, ihr Corona-Regime zu beerdigen. Und seit Mai 2022 arbeiten wir nun daran, diesen Wahnsinn aufzuklären, die Konsequenzen daraus zu ziehen, aus dem haben wir nämlich noch immer nicht gelernt, das Gesundheitssystem endlich hochzufahren und vor allem eines zu tun, jenen Schaden zu beziffern und auch die Verantwortlichen zu benennen, die für diesen Wahnsinn verantwortlich wurden. In Deutschland beginnt man schon langsam, die Verantwortung zu benennen. Ja, was hat denn Drosten gesagt? Was hat denn Lauterbach gesagt? In Österreich sollten wir auch einmal eine Diskussion führen. Was haben denn die Experten denn alles gesagt? Die Regierungshörig in Wahrheit, die Propaganda. Und in Wahrheit war es nichts anderes, als die virologische Propaganda vertreten haben und den Menschen in dem Land 2 Jahre und 2 Monate ihres Lebens gestohlen hat. Und solche Figuren wie Sie sind da erinnern gesessen und haben das in Wahrheit alles schön begleitet, ja, als Megafon der Regierung. Ja, ist eh alles in Ordnung, ist eh alles in Ordnung. Schlagt uns, schlägt uns, sperrt uns ein, impft uns, sticht uns, haut uns den Maulfetzen um das Gesicht, das ist ja alles so lustig. Nur weil Ihre masochistischen Triebe damit befriedigt worden sind, hat ein ganzes Volk leiden müssen. Also, du Sadomaso, nimm die Schuld auf dich. Also, das sitzt.